Hallo Minecraft, willkommen zur zweiten Folge Minecraft FTP Launcher Hermit Pack. Ja, kam ja erst raus. Ich starte jetzt mal die zweite Folge. Hab mir gerade eben nochmal die Controls angeschaut und sehe da, ich habe letztes Mal einfach den Fehler gemacht, dass ich nach einem roten Tab gesucht, nach einem roten E gesucht habe. Aber da Roja E für Inventory einfach belegt war, wird es ja gar nicht rot angezeigt. Also ja, da habe ich einen kleinen Denkfehler gemacht. Und wir fangen dieses Mal auch gleich flott an. Indem wir uns mal hier zum... Ah ja, genau. Das habe ich auch noch gesehen. Options. Controls. Auto Jump. Off. Das sollte dieses hier sein. Genau. Ja, dass man nicht jedes Mal automatisch hochspringt. So. Wir graben uns hier nämlich gleich mal ein bisschen in die Tiefe, damit wir ein bisschen Steine kriegen für einen Ofen und für ein paar andere Werkzeuge. Und dann sollte das hier auch recht flott vorangehen. Natürlich ist das Auto-Jump zum Teil, finde ich, sehr praktisch, wenn ich jetzt da unten bin, ja, und zurück nach oben laufen will, dann ist das super. Dann bin ich wirklich am Überlegen, ob ich das zukünftig dann wieder anmache, weil es einfach cool ist, ja, weil ich mir da das extra Springen immer sparen kann. Wir machen jetzt die Spitzhacke hier einfach mal platt. Holzwerkzeug halt, ja. Brauchen wir nur am Anfang. Und dann erübrigt sich das. Oh, wir sind recht weit oben, 74. Ist aber egal. Ist egal, Leute. Wir graben uns einfach nach unten. Das passt schon. Sehe ich nur fast nichts mehr. Ich nehme an, bei euch wird es genauso sein. Aber die Spitzhacke müsste sowieso kaputt gehen. Seht ihr, so wie jetzt. Da wäre dieses Auto-Jump sehr sinnvoll. Und jetzt auch, wenn ich wieder nach oben muss. Also ich bin da noch ein bisschen zweigeteilt. Vielleicht lasse ich es einfach mal an. Ja? Uiuiui, da draußen fährt irgendwie ein Panzer vorbei oder so. Hört sich zumindest so an. So, Sticks. Wir brauchen auf jeden Fall sowas hier und sowas hier. Verdammt, der Axt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt habe ich nämlich zwei Äxte gemacht. Was ich auch cool finde, ist eben, dass die Blätter schneller sich abbauen. Zack. Ist der Baum weg. Das habe ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, auf irgendeinem Server mit Mephisto gehabt. Und es war wirklich, wirklich sehr vorteilhaft. Oh. Also, seht ihr, jetzt nervt mich gerade das Auto-Jump wieder. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder schlecht. Also wenn man so am Abbauen ist, dann ist es, glaube ich, eher schlecht. Ich glaube, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Die ganzen Saplings sammeln wir mal ein. So. Wir gehen gleich mal wieder Richtung Bett. Ja, nicht, dass wir hier von irgendwelchen Creatures überrascht werden. Emotes. Wie kann ich hier? Nein.
Doch. Ich kann hier Emotions schicken. Hallo? Was verändert sich denn noch alles in Minecraft? Ja, wir müssen ja erstmal die Fläche roden. Ihr wisst ja mein Spielprinzip. Erst Häuschen bauen und dann kommt die Technik. Ich glaube, hier gibt es sogar Technik. Nehme ich mal an. Zumindest bei der Modliste. Ich weiß gar nicht, wie viele da Mod-Options, wie viele da installiert sind, aber wie ihr seht, es sind einige. Deutschland Draw. Was? Draw? Storage Drawers? Drawers and Bits? Ender.io. Ender? Ender.io. Fast Leaf Decay. Ja, das ist dieser Mod, der die Blätter extrem schnell wegmacht. Hermit Quest. Hermit Craft Team. Okay. Gravestone. Gravestone ist gut, Iron Chest, Inventory Tweaks. Mechanism ist drauf, ja. Palms Harvest Craft, wie ich vorhin schon gesagt hatte in der letzten Folge. Ich nehme gerade direkt danach auf, ja, ich verrate es euch. Ja, F-Tools. Shadow MC. Shadow MC ist ja. Ist ja cool, ja. Ich erinnere mich hier gerade an Shadow TS. Deshalb finde ich das gerade ein bisschen witzig. Also nicht witzig, ja. Also nicht lachhaft witzig. Sondern ich finde es einfach interessant. Was ist das? Ein Rubberwood wahrscheinlich? Ein Rubberwood. Warte mal, den lassen wir mal noch da. Ja, weil wir haben nämlich schon wieder keinen Platz mehr im Inventar. Wir machen mal gleich hier ein, zwei Kisten. Erstmal machen wir einen Ofen. Oder zwei. So, die pflanzen wir dahin. Mal Kiste. Machen wir einen Torch. Wo kommt der Torch her? Die haben andere Strukturen. Ist ja cool. Ah, das finde ich gut. Dann kann man die einfach auseinanderhalten. Hier machen wir mal Essen rein. Ja, Kaffee. Kaffee zählt jetzt nicht unbedingt zu Essen, aber hier schon. Das habe ich keine Ahnung, was das ist. Ja, ist ja gut. Ich komme irgendwann und beschäftige euch, wenn ihr unbedingt wollt. So. Pflanzenbaustoffe. Ich mache mal hier so ein paar. Nehme ich da. Ich wollte davon welche nehmen. Die darin packen. Und ein paar Holz. Ja, dass wir hier ein bisschen Kohle kriegen. Und hier machen wir mal den Dodge hin. So, sehr gut. Hatte ich jetzt ein Rubber Sapling eingepackt? Ich glaube ja. Wenn ihr euch mit dem Pack schon ein bisschen auseinandergesetzt habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, was so hier die Riesenaufgaben sind. Ja? Ist es nur ein einfaches Minecraft, wo du wieder irgendwas bauen sollst? Oder hast du hier. Wir haben ja vorhin gesehen, den Hermit Quest, ja, den Mod. Was für Quests gibt es hier? Was muss ich erledigen? Gibt es dafür ein Questbook? Ich habe keine Ahnung.
bin mal wie immer ziemlich naiv und fange einfach hier mal wieder was Neues an. Tut mir leid, wenn euch das stört, aber ja, so bin ich halt. Mit der Zeit. Ah, jetzt kann ich den da voll abbauen. Stimmt, dann kriegt man noch ein paar Saplings, hoffe ich. Da ist mal einer. So, den da bauen wir noch ab. Da ist nochmal ein Rubberwood, das ist cool. Resetting. Okay, dann haben wir die erste Aufgabe erledigt. Nämlich hier mal ein bisschen Platz geschaffen. Den machen wir auch noch weg. Den machen wir noch weg. Ich hätte früher, also als Life in the Woods rauskam, das hätte ich auch gerne gezockt, muss ich sagen. Aber irgendwie war ich der Meinung, dass ich da zu spät drauf gekommen bin. Ja? Da war das schon alle raus, alle haben das schon gezockt. Und dann dachte ich, das macht schon jeder. Wieso sollst du das jetzt auch machen? Ja? Das ist bestimmt für die Zuschauer nicht so interessant. Deshalb habe ich das dann gelassen. Das Spielprinzip fand ich aber sau cool, dass man da irgendwo eben in den Woods lebt, ja, also in den 14 Kohle kam da raus durch die Kohle, durch das Birkenholz. Was ist das hier? Hä? Was hat er jetzt gemacht? Der hat mir Zeug da oben reingesetzt. Aber warum? Er macht einfach Dinge, wo ich noch gar nicht weiß, was das ist. So, Birkensetzling. Den Rubberwood, den pflanze ich, glaube ich, gleich hier nochmal an. So. Den da hauen wir noch weg. Jetzt ist aber gut, dass wir mit Holz hacken. Jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Stein. Und vor allem ein paar Stöckchen. Na, warte mal, Kohle haben wir doch auch gemacht. Eine noch, und dann machen wir da auch noch mal, ja. Und dann machen wir daraus das hier. Was war das? Tinny Charcoal, okay. So, und dann müssen wir uns hier ans wie immer bei mir erstmal. Bauen, bauen, bauen. Ich glaube, die Blöcke sind auch noch ziemlich laut. Machen wir mal runter auf 25. Ja, ich glaube, das ist wesentlich besser. Müssen wir uns auch bald kümmern. Wir haben zwar ein bisschen was gefunden, aber das sollten wir ja am besten dann gleich wieder anbauen. Da war doch noch Fleisch. So, Fleischbraten. Fleisch! Seht ihr, jetzt ärgert mich das wieder. Jedes Mal springst du aus Versehen einen Block hoch, obwohl du das gar nicht willst.
reichen. Wie gesagt, Tisch Kuh schiebt mich rum. Ich glaube, ich bin. Hat mich die Kuh gerade durch die Gegend geschoben? Oh, ich muss essen. Essen. Danke. Sorry, Tür ist sauber. Na, rutschen die, sind, die Blöcke einfach nach. Ist natürlich jetzt mal erst so Terraformen. Aber ich denke, wir haben einen recht coolen Bereich. Wir haben hier verschiedene Biome. Schneebiom ist auch nicht weit weg. Nein. Ist das hier auch so, dass die Säblinge nachwachsen? Ich schmeiß den mal dahin. Das hatte ich jetzt auch irgendwo, dass die Säblinge, wenn die auf dem Boden liegen, automatisch sich anpflanzen. Nicht so zu sein, dann war das wohl noch einer vom Anfang. Ich leuchte hier mal schnell ein bisschen aus. Will nämlich deinen Besuch kriegen. So. Und dann mache ich nur noch ein bisschen. Ich will ja eigentlich die Tiere ja gar nicht töten. Weil ich würde die ja gerne für mich behalten, ne? Die können mich ja viel besser unterstützen. Wo geht denn das Säbling? Wo kommt das Säbling her? Ich habe nichts angepflanzt, wirklich nicht. Du doofe Kuh, geh weg! So. Weiß gar nicht, wie weit wir jetzt gleich noch kommen. Wir haben noch 2 Minuten ungefähr. Meine Schaufel ist gleich schon wieder kaputt. Ich weiß auch noch nicht, was ich hier drauf bauen soll, also welches Design, ja, oder welche Bauart. So, von der Überlegung her, würde ich jetzt erstmal so rustikal bauen mit Cobblestone und Holz. Cobblestone ist eine gute Sache, die brauchen wir nämlich noch. So, dann machen wir uns gleich noch eine Spitzhacke. Haben wir nämlich vorhin vergessen. Ja, ist ja noch. Warum also sind zwei Äxte genug? Ich glaube, das mache ich jetzt noch hier voll schnell fertig. Dass wir uns dann nächstes Mal nicht drauf dran aufhalten müssen. Dann wird aber noch ein bisschen dauern. Aber dann haben wir hier wenigstens die Ebene geklärt. Und dann können wir uns nächstes Mal vielleicht schon irgendwie ans Bauen machen.
Nee, da müssen wir ja wirklich den Kabelstrom dann noch abfragen. Ja, aber es geht voran. Es geht voran. Was soll man erwarten an der zweiten Folge oder in der zweiten Folge? Auf jeden Fall freue ich mich über diese exponierte Lage hier oben. Ja, da würden manche einen Haufen Geld für zahlen, wenn sie da ein Haus drauf hätten. Du nervst. Ich glaube, die zwei Schaufeln reichen doch nicht, die ich gemacht habe. Aber vielleicht reicht es doch. Wir werden sehen, wir werden sehen. Doch, könnte reichen, weil da ist ein Stein drunter. Auch modern bauen, ja, hier haben wir schon mal Marco. Nehme ich mal an, dass es das ist. Ja, das heißt, moderne Baumaterialien haben wir hier auch. Aber jetzt sind wir erstmal. Warte mal, gibt hier. Ja. Oh. Die Punkte sind ja cool. Mal nicht so hässliche Kreuzchen, ja, Punkte. Finde ich gar nicht so schlimm, ja. Ohne, mal ernst. So, erstmal ausgeleuchtet hier oben, dann zaubern wir noch das Holz in die Kiste, das andere Holz, das hier. Und dann war es das erstmal. Haben wir schon ein bisschen viel. Ein bisschen Vierer. Dings da. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Warte mal, Blümchen kommt dahin. Was ist das? Flachs. Flachs ist gut. Flachs bringt uns Baumwolle. Ja, und das Strings hier sogar direkt. Und da wieder rein. So. Da haben wir Essen. Essen kommt da rein. Das bleibt da. So. Und. Dann war es das auch wieder für die heutige Folge Minecraft Hermit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Empfehle mich weiter, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.